so. So sehen in Costa Rica die Strände aus bei Covid-19. Alles leer, strengstens verboten, wird mit 400 bis 1000 Dollar gebußt, aber es ist einfach traumhaft schön, wunderbar ist es, ein schönes Meer. Aber vielleicht machen sie es ja jetzt dann bald wieder auf. Wir sind optimistisch. Und hier haben wir einen schönen Ausflug zum Pri-Pri-Wasserfall gemacht. Also so sieht es aus in Cahuita, wenn alles zu hat. Peggy Bar, Coco Bar, alles zu. Das sind noch die Überreste von den Absperrungen vom Beach. Der ist ja nach wie vor leider auch geschlossen, das schöne Meer. Das Wetter ist jetzt nicht so schön, darum ist es nicht ganz so schwer, dass alles zu hat. Aber man dürfte halt trotzdem noch nicht ins Wasser springen. Wir sind unterwegs durch den Dschungel mit dem Auto. Leider mussten wir gerade umdrehen, weil da war ein Zaun. Aber wir haben hier ziemlich viel Spaß. Der ist der Superdriver. Schnecke. Oh, jetzt guck. Da kommen die riesen Pfützen. Da war. Sieht man das so besser? Ja, genau. Wir haben jetzt wieder ein Allradfahrzeug. Wegen dem können wir sowas machen. Und es ist so schön hier. Sehen wir denn irgendwo? Nein. Wo? Beim was? Beim Baumstamm. Oh ja, beim Baumstamm. Da sitzt eine kleine Schildkröte. Cool. Was heißt mit? Und was sieht man? Eine mini Schildkröte. Die ist gerade nur leben kann. Ist halt eine Wald- und Pfützenschildkröte. Schöner Wald. Da. So, wir sind allen verboten zum Trotz. Gerade mal am Playa Grande ein bisschen laufen. Da muss man über ein Wässerchen drüber. Da ist alles schönes, schönes Meer. Oh, I love. So, der gute Wanderer hat immer ein paar Schlappe dabei. Endlich mal wieder ein bisschen Grenada-Straßenfeeling hier. Da geht es ganz schön ins Loch ab. Da waren wir mal mit der Brigitte schon unterwegs zum Wasserfall. Und jetzt sind wir selber unterwegs. Melissa ist mal wieder wie immer abwesend mit dem Kopf. Das Lorettchen? Warum nicht? Klar. Oh, ist das schön. Guck mal. So hübsch. Da, schüttes Wasser. Flinschi Platschi. Und ja. Die erste Wasserüberquerung in Costa Rica. So muss es sein. Oh, da müssen wir jetzt gucken, wie man umdreht. Da ist ein Tor. Aha, na super. Also bitte wenden. Oh, es ist schön. Guck dir das an. Nein, nix. Setz mit X. War wohl nix, dann dürfen wir jetzt dann einmal durchs Wasser durch. Juhu! Und platsch, platsch. Seite. Mal gucken, ob es da irgendwelche Schildkröte gibt. Gut gemacht, Herr Vogler. So, da sind wir beim Horn Creek oder so ähnlich. Das ist
ein Fluss, der kommt aus den Bergen. Und da drüben fängt auch der Nationalpark an, oder hört auf, der Kawita Nationalpark. Und ein paar einzelne Tikus kommen hierher, weil man sieht hier nicht so richtig hin. Ihr hört das Rauschen vom Meer. Da ist mein Schnucker. Sagst du Tiko zu mir? Ja, bist ja auch so langsam. Und da ist das wunderbare karibische Meer. Da ist dann Puerto Viejo und Manzanillo heißt das andere, gell? Und da ist das schöne Meer. Wir machen schon wieder was Verbotenes. Na, na, na. Da hat es der Lehm vom Fluss wohl, nehme ich mal stark an, hierher am Strand gespült. Wenn man sieht, so arg viel kriegt.